KIBA-Gummikuchen 1009 Zartbitter und 1509 Vollmilchkuvertüre pro Packen, im Wasserbad schmelzen. 50 Gramm Mandelstifte und 75 Gramm Cornflakes mischen, Kuvertüre zufügen. Boden einer Springform, Klammer auf 26 cm 0 Klammer zu, einfetten. Kornflakes Kuvertüre-Mischung darauf geben. Circa eine Stunde kalt stellen. 9 Blatt weiße Gelatine einweichen. 500 Gramm Mascarpone, 500 Gramm Magerquark, 1 Päckchen Vanillezucker und 100 Gramm Zucker verrühren. 3 Bananenschellen mit 4 Esslöffel Zitronensaft pürieren, unter die Quarkmasse rühren. 250 Gramm Sahne steif schlagen. Gelatine ausdrücken, in heißem Wasser auflösen. 5 Esslöffel der Quarkmasse unterrühren, anschließend unterrühren in die restliche Quarkmasse geben. Sahne unterheben. Auf dem Boden verteilen, circa 3 Stunden kalt stellen. Ein Glas, Klammer auf 720 Milliliter, Klammer zu, Kirschen in ein Sieb gießen, Saft auffangen. 30 Gramm Speisestärke, 25 Gramm Zucker und 5 Esslöffel Kirschsaft verrühren. Restlichen Kirschsaft aufkochen, angerührte Stärke zufügen, aufkochen. Vom Herd nehmen, Kirschen unterheben, abkühlen lassen, dabei umrühren. Gleichmäßig auf die Quark-Bananenmasse geben, ca. 1,5 Stunden kalt stellen, dann servieren.